Österreichs Gartenpracht. Grüne Spuren längst vergangener Geschichten. Geschichten über hochfliegende Ideen, ausgeklügelte Schachzüge, über Macht und Einfluss und über Liebhaberei. Ein Garten ist immer Abbild seiner Epoche. Seine Pflege und Gestaltung über die Jahrhunderte hinweg ein Zeugnis von Moden, Zeitgeist und politischen Entwicklungen. Gärten sind blühende Zeitkapseln. Sie eröffnen Einblicke in kaiserliche Schlösser und erzbischöfliche Residenzen und erzählen dabei von Siegern, Kämpfern und Verlierern. Das Gartenerbe Österreich. Gestaltete Kostbarkeiten, geprägt von Vorlieben, Machtverhältnissen und dem Zusammenspiel von Kultur und Natur. Heute mit viel Liebe wachgeküsst zu einem blühenden Nachleben. Anfang des 18. Jahrhunderts wird Österreich von einem Mann geprägt, der mit seinem Reichtum, seinen Kriegserfolgen und seinem politischen Einfluss das Land nachhaltig verändert. Prinz Eugen von Savoyen. Er ist als Bauherr und Kunstsammler einer der bedeutendsten Mäzene seiner Zeit. Mit Argusaugen verfolgt der Adel den Aufstieg des Feldherrn. Der Träger vieler Orden und Titel weiß, all sein Reichtum und sein Einfluss sind wenig wert, wenn die Selbstdarstellung nicht pompös gelingt. Der in Obersiebenbrunn erhaltene Jagdpavillon ist Zeuge eines misslungenen Versuchs. Prinz Eugen hatte dringend notwendig ein Jagdschloss gebraucht. Und er hatte von den Habsburgern Obersiebenbrunn bekommen als Jagdschloss. Als Apanage für irgendwelche Siege in Flandern. Er hat ja nicht nur gegen die Türken gekämpft, sondern er hat ja in den Erbfolgekriegen fast noch wichtigere Siege für die Habsburger ausgefochten. Die kennt man nun nicht so, weil die Befreiung eine andere war. Der barocke Jagdpark in Obersiebenbrunn ist Teil der Eugenschen Landerschließung im Machfeld. Die Gestaltung des 46 Hektar großen Gebiets überlässt Eugen seinem französischen Gartenplaner Dominique Girard, der schon in ganz Europa große Gartenanlagen geplant hat. Stilgebend für die Gartengestaltung des Barocks sind die Gärten Versailles. Überall am Kontinent werden die strengen Formen und die Ausrichtung auf das Herrscherhaus kopiert. Eines der Kernstücke von Versailles ist das legendäre Labyrinth, von dem es heute nur mehr Pläne gibt. Es ist das Meisterwerk des Lehrers von Dominique Girard, André Le Nôtre. Hofgärtner in Versailles, aber auch Gärtner bei Papst Innozenz XI. In Rom. In den Irrgärten des Barock verbringt der Adel viel Zeit. Dabei geht es nicht darum, möglichst schnell den Ausgang zu finden, sondern entlang des Weges jede der inszenierten Überraschungen möglichst nur einmal zu erleben. Die dichten Hecken sind aber auch gern genutzter Schutz vor neugierigen Blicken. Tratsch und Klatsch sind im Barock eine gutgehende Währung. Geschützte Orte? Rar. Obersiebenbrunn entpuppt sich als zu wenig ergiebig für den jagdbegeisterten Prinz Eugen. Bald nach der Schenkung verwirft er den Plan, hier luxuriöse Feste zu feiern. Von der anfänglichen Begeisterung bleiben nur der Jagdpavillon und die kaum mehr sichtbaren Sternachsen. Knapp 300 Jahre später wirft die unbändige Natur der strengen barocken Planung Girards ihren Mantel über. Prinz Eugen hat längst eine neue Spielwiese für sich entdeckt und gekauft.
Schloss Hof. Ursprünglich ebenfalls als kleines Jagdschloss gedacht, entwickelt es sich in Folge rasch zu der prächtigen Anlage, wie sie heute wieder erlebbar ist. Hier will Prinz Eugen nichts dem Zufall überlassen. Zusammen mit seinen Liegenschaften im Belvedere soll Schloss Hof die aufwendigste und prächtigste Gartenanlage der österreichischen Erblande werden. Bis in die Marchfelder Auen soll der Garten reichen. Die geliebten Jagden mit dem Flanieren durch blühende Gärten in sich vereinen, ganz so wie in Versailles. Dafür braucht es Unsummen von Geld, hunderte Tagelöhner und einen geschickten Architekten und guten Freund. Johann Lukas von Hildebrandt, der in Italien geborene Architekt, lernt Prinz Eugen auf den Schlachtfeldern im Piemont kennen, wo Hildebrandt als Festungsingenieur der kaiserlichen Armee dient. Hildebrandt ist während der Planung zu Schloss Hof im Jahr 1726 schon Hofbaumeister und verantwortlich für zahlreiche Bauten des Adels. Im Auftrag von Prinz Eugen soll der teuerste Architekt seiner Epoche aber nicht nur die Gestaltung des Baus übernehmen, sondern sich auch aktiv in die Gartenplanung einbringen. Die Weite des Marchfelds bietet dafür den perfekten Rahmen. Johann Lukas von Hildebrandt ist ein visionärer Planer und Zeichner. Die praktische Umsetzung überlässt er anderen. Er ist damit der erste deutsche Vertreter eines neuen, akademisch geprägten Berufsbildes, das sich in Italien und Frankreich schon lange durchgesetzt hat. Die vorhandenen Pläne von Schloss Hof gehen auf die Zeit Johann Lukas von Hildebrandt und den Gärtner Anton Zinner zurück. Den Vorstellungen des Architekten sind keine Grenzen gesetzt. Das neu geschaffene Berufsbild des hochgeistig planenden Architekten fördert den Geniekult und passt damit perfekt in die barocke Weltsicht der Zeit Prinz Eugens. Bis heute gilt, Genies muss man sich leisten können. Prinz Eugen war zu seiner Zeit, als er dieses Schloss gekauft hat, dieses Kastell 1725, wurde er als einer der reichsten Männer Europas gehandelt und hat sich von seinem Stararchitekten dann dieses Kastell umbauen lassen. Das Kastell hatte eine Nord-Süd-Ausrichtung. Er hat das Schloss nach Ost-West gedreht, hat zwei Flügel dran bauen lassen, sodass das Kastell auch wie ein Schloss aussah. Und hat vor allen Dingen natürlich diese sieben Terrassen mit den Gartenanlagen ab der dritten Terrasse komplett neu anlegt. Die gab es nicht, die waren vorher nicht da. Im barocken Garten gibt die Architektur die Regeln vor. Die Natur wird nach mathematischen Grundsätzen geformt und ist Ausdruck des absolutistisch regierenden Herrschers, vor dem die Welt sich beugen muss. Der Architekt Johann Lukas von Hildebrandt plant diese Anlage wie eine Bühne. Also eine Landresidenz, ein Landsitz darf nicht nur Schloss, daneben Garten, Gutshof irgendwo verteilt sein, sondern es muss wie ein Theaterstück aufgebaut sein, damit der Besucher wirklich gleich von Beginn an gefesselt ist. Die Farbe Weiß findet sich im Garten überall. Sie ist im Barock neben Gold die dominierende Farbe für die Demonstration von Macht, Ruhm und Reichtum. Aus diesem Grund ist der Frühling auf den meisten Landsitzen ein besonderer Moment der Inszenierung. Prinz Eugen allerdings hat genug Geld, um sich das ganze Jahr über an der prachtvollen Üppigkeit zu erfreuen. Das Herzstück von Schloss Hof sind die Orangerien. Pflanzenschatzhäuser, die nicht nur Schutz vor dem rauen Marchfelder Klima bieten, sondern auch als Symbol für den sonnen- und dufterfüllten Paradiesgarten stehen. Wenngleich die Inszenierung mit der Antike spielt, ist das Glashaus innovativer als die meisten zeitgenössischen Gebäude.
Die leicht schräge Glasfront bietet durch ihre Südausrichtung bestmögliche Belichtung und erlaubt dabei ständigen Einblick auf die Pracht. Ebenso modern und technisch ausgefallen ist die Warmluftheizung der Böden. Nicht einmal der Kaiser kann sich solchen Luxus leisten. Trotz seines fortgeschrittenen Alters können die Habsburger nicht auf ihren Feldherrn verzichten. Und so muss Prinz Eugen noch einmal in den Krieg. Doch sein Interesse liegt längst woanders. Ihn beschäftigen mittlerweile vor allem der Baufortschritt und seine Pflanzensammlung. Sehnsüchtig erwartet er Post von seinem Architekten oder seinem Gärtner. Jedes Detail soll dem Perfektionisten beschrieben. Über jede Entscheidung möchte er unterrichtet werden. Für Schloss Hof hat er Besonderes vor. Die Sammlung an Pflanzen soll herausragend sein. Was man über Prinz Eugen weiß, ist, dass er bestimmte Pflanzen sehr gerne gesammelt hat. Das weiß man anhand von den erhaltenen Inventarlisten. Er hatte eine unglaubliche Fülle von Pomeranzen, also Zitrusgewächsen, da verschiedenste Sorten, die nicht jeder hatte. Er hatte mehrere Agaven, die sehr beeindruckend waren, vor allem als diese eine Agave im Belvedere geblüht hat, das war ein Jahrhundertereignis. Ganz Wien ist dorthin gepilgert, um diese eine Pflanze oder diese Kakteensorte zu bewundern. Das war natürlich schon ein Statussymbol, wenn man das besessen hat. Seine Pflanzen liegen dem Prinzen am Herzen. Als einmal Orangenbäume aus Neapel kommen sollten, macht er sich Sorgen und schreibt an seinen Gärtner. Es ist zu hoffen, nachdem sie in die Erde gesetzt worden, dass sie sich wiederum erholen werden. Denn sie sind so wohl konditioniert und von extra schöner Gattung, dass ich dergleichen hier noch niemals gesehen. Also wir wissen, dass Prinz Eugen dank seines Reichtums es sich leisten konnte, an allen wichtigen europäischen Häfen, sei es jetzt im Norden oder in Genua, in Venedig, seine Agenten zu postieren. Und jedes Mal, wenn ein Schiff aus Übersee kam, mit exotischen Tieren, mit Pflanzen beispielsweise auch, hatten diese Agenten des Prinzen bereits die Aufgabe, einige Exemplare für seine Liegenschaften in Sicherheit zu bringen. Die symmetrische Ausrichtung des Gartens auf das Schloss entspricht dem Geist des Absolutismus. Einer Epoche, in der sich der Adel ganz auf die Wünsche des Herrschers ausrichtet. Das Bild vom Flanieren durch die Gärten trügt. Das Ausrichten von Festen und das Tragen neuester Mode führt bei vielen Adeligen zunehmend in die finanzielle Abhängigkeit vom Kaiserhaus. Der Landsitz des Prinzen bietet Auszeit vom kostspieligen Alltag bei Hof, sofern man eingeladen ist. Also man muss sich vorstellen, um jetzt hierher zu kommen, muss man etwas Besonderes sein für Prinz Eugen von Savoyen. Hier wird nur der engste Freundeskreis geladen und der muss sich die Mühe machen, wie heutzutage, von der Haupt- und Residenzstadt Wien hierher aufs Land zu reisen. Im Falle des frühen 18. Jahrhunderts einige Stunden. Prinz Eugen erlebt den Garten nie in seiner vollen Pracht. Die Pläne sind zu groß für ein Menschenleben. Ab 1755 ist Kaiserin Maria Theresia die neue Schlossherrin. Sie ist die Letzte, die sich um die farbenprächtige Bepflanzung und die Instandsetzung der Beete kümmert. Dieser bunte Garten mit den vielen Blumenbeeten ist natürlich eine ganz klare barocke Angelegenheit. Und von daher waren die Bepflanzungen im Barock eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Blumenstreifen der Terrassen werden in kleinteiliger Handarbeit gepflegt.
Nach einem Rasterplan wird die strenge barocke Ordnung vorgezeichnet, bevor die Bepflanzung beginnen kann. Damals wie heute versuchen die Gärtnerinnen und Gärtner, dem Wunsch nach bunter Vielfalt und exotischer Bepflanzung gerecht zu werden. Unter Prinzogen, muss man sich vorstellen, war in den Beeten so alle Meter eine Tulpe und vielleicht noch ein bisschen ein Unterwuchs. Tulpen waren kostbar und schweineteuer. Und wenn sie damals in so einen Park gegangen sind und sie haben jeden Meter eine Tulpe gesehen, dann hat es ihnen das Auge ausgekaut. Das war fantastisch, das war unglaublich. Einmal ausgesetzt, reicht die Blütezeit des Sommerflors durchgängig von Mai bis November. Jedes Jahr überraschen die Terrassen mit neuen Farbkonzepten und Mustern. Es werden immer auch Pflanzen gesetzt, die schon zu Prinz Eugens Zeiten gängig gewesen sind. So wächst der Garten über die Zeiten hinweg. Wir haben natürlich heutzutage viel mehr Möglichkeiten mit Sortenzüchtungen, mit Farben, Formen und verschiedenen Größenzüchtungen, sodass wir auf ein Vielfaches an Pflanzenmaterial zurückgreifen können. Und wir bepflanzen das natürlich auch in einer viel größeren Üppigkeit, damit ich mit dem Effekt von damals, dass ich den heute auch beim Publikum erreiche. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut, denn alle Leute, die hierher kommen und diese Beete sehen, denen entringt schon ab und zu mal ein O und ein A. Der Garten von Schloss Hof ist einer der aufwendigsten des Landes. Doch das Interesse an Gärten reicht in Österreich viel weiter zurück und ist eng mit der Politik der Habsburger verbunden. In Wien selbst beginnt das ja sehr früh. Und Wien hat botanikgeschichtlich eine sehr große Rolle gespielt. Das alles ist längst in Vergessenheit geraten. Die Rostkastanie, der Flieder, die Tulpe, die Kaiserkrone, viele Narzissenarten. All das gedieh im 16. Jahrhundert zum ersten Mal in Wien. Wien ist im 16. Jahrhundert eine Schnittstelle zum Orient. Die aus ihren engen, mittelalterlichen Grenzen herausgewachsene Stadt bezeichnen die Osmanen als goldenen Apfel. So nennen sie damals üblicherweise Städte, die sie noch nicht erobert haben. Im 16. Jahrhundert gab es also diesen engen Gesandtenaustausch. Und zwar wurden türkische Botschaften von Botanikern angehalten, Zwiebeln, Samen etc. aus der Türkei, aus Kleinasien nach Wien zu bringen, dem berühmten Carolus Clusius zu überantworten, der die dann in zwei kleinen Gärtchen kultiviert hat. Carolus Clusius ist ein flämisch-niederländischer Gelehrter und Hofbotaniker am Hofe Maximilian II. Ihm verdanken die Wienerinnen und Wiener das Wissen, dass man Blumenzwiebel nicht essen, wie manche es gerne versuchen, sondern pflanzen soll. Der Garten am Wiener Hof ist wahrscheinlich einer der ersten europäischen Gärten, in denen Tulpenzwiebel blühen. In Güssing verfasst Clusius die erste österreichische Pflanzenkunde. Seine botanischen Arbeiten über Österreich und Ungarn bleiben für mehr als 100 Jahre maßgebend. In Clusius' Refugium findet die erste aus der Türkei mitgebrachte Kastanie eine neue Heimat. Die neuartige Kartoffel, damals nur als Zierpflanze geschätzt, wird durch sein Fachwissen zur begehrten Speise. 1576 weht ein neuer Wind durch die Gänge von Schloss Neugebäude. Rudolf II. Übernimmt die Herrschaft nach seinem Vater. Obwohl protestantisch geprägt, ist er als Habsburger Kaiser der Gegenreformation verpflichtet und entlässt alle Bediensteten mit evangelischem Bekenntnis. Auch Clusius. Rudolfs Persönlichkeit gilt schon zu seinen Lebzeiten als gespalten.
Während Clusius seine Räume fluchtartig verlassen muss, lässt Rudolf seine kostbaren Pflanzen an die Pferde verfüttern. Für den Botaniker folgen rastlose Jahre, in denen er Zuflucht bei befreundeten Adeligen findet. Seine Kastanie wird der Gärtner nie blühen sehen. Seine Vertreibung ist folgenschwer für Wien. Nach einigen Jahren ist dann der Carolus Clusius in seine Heimat zurückgekehrt und hat dann in Leiden den Botanischen Garten gegründet. Und in Holland entstehen dann natürlich die großen Tulpenzuchten und der Tulpenwahn und dieses alles. Ursprung eigentlich in Wien, zweite Hälfte 16. Jahrhundert. So wäre vielleicht Wien statt Amsterdam die Tulpenmetropole der Welt geworden. Die Gegenreformation hat diesen Traum zunichte gemacht. In den Niederlanden kommt es zur Tulpomanie, die erste Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte. Als sie platzt, reißt sie viele ins Elend. Unter Ferdinand II. Muss das Reich andere Herausforderungen meistern. Seit über drei Generationen ringen die Habsburger mit dem Osmanischen Reich. Der Kaiser sucht nach fähigen Diplomaten. Die Kufsteins waren viel in diplomatischen Diensten. Die Familie hat immer dem Kaiser gedient. Und was blieb dann eben, war die diplomatischen Missionen. Trotz der protestantischen Gesinnung der Kufsteins bleiben sie Ferdinand II. Stets ergeben. Von Schloss Greilenstein aus begibt sich das Familienoberhaupt auf die diplomatische Mission zu Sultan Murad IV. Im Jahr 1628 ist der Hans Ludwig Kufstein nach Konstantinopel geschickt worden. Es ging um die Ratifizierung eines Waffenstillstandsvertrages mit dem Sultan. Hans Ludwig dürfte ein nicht unbedingt diplomatischer Mensch gewesen sein, weil er als Vertreter des Kaisers ist er mit einer großen Delegation von 180 Leuten aufgetreten. Da gab es dann Probleme, weil er ist mit seiner Gefolge durch Istanbul geritten und ist dem Gefolge des Großveziers begegnet, das kleiner war. Woraufhin der Großvezier beleidigt war. Es kommt dennoch zu einem Waffenstillstand, dem 30 Jahre Frieden folgen. Die Aufzeichnungen Kufsteins werden fixer Bestandteil des Lehrplans zukünftiger Diplomaten. Hans Ludwig Kufstein hat neben dem Vertrag aber auch einen Schatz in seinem Gepäck. Im Auftrag seiner Frau bringt er eine Blume mit, die schon einmal in der Stadt an der Donau heimisch gewesen ist. Die Tulpe. Nun ist sie gekommen, um zu bleiben und wird zum Blickfang öffentlicher Parks und privater Gärten wie rund um Schloss Greilenstein. Der Garten ist schon erwähnt. Die Kufsteins haben Greilenstein im Jahr 1534 gekauft. Und schon im Kaufbrief sind die Gärten erwähnt. In der Barockzeit ist dann der Garten umgestaltet worden. Da sind Teile richtig als barocke Gärten, wie man sich das heute so vorstellt. Aber der muss ja bis zu dreimal im Jahr neu gesetzt werden. Und das kostet einfach zu viel. Und dann ist eben sehr schnell ein Landschaftsgarten entstanden. Ganz verbergen kann der Garten seine alten Wurzeln nicht. Die zentral ausgerichtete Allee erinnert an die ehemals barocke Gestaltung. Die Lindenallee dürfte Österreichs älteste Allee sein. Vor allem, was das Ungewöhnliche ist, dass die Bäume nie geschnitten wurden. Weil üblicherweise hat man eben diese Alleen kugelförmig geschnitten. Und das ist da nie passiert. Ich glaube, das ist ein sozusagen Versehen gewesen, weil einfach das Geld nicht da war. Und man hat sie wachsen lassen. Und jetzt hat man diese prachtvoll domähnliche Lindenallee mit diesen wunderschönen 250 Jahre alten Bäumen. Neben dem Kaiserhaus und dem Hochadel fördert auch die katholische Kirche die Gründung von Gartenlandschaften. Allen voran in Salzburg,
wo der Erzbischof nicht nur die kirchliche Macht repräsentiert, sondern auch die weltliche, die des Landesfürsten. Mit Fürsterzbischof Markus Sittikus betritt ein besonders aktiver Gartenliebhaber die Bühne. Er investiert Unsummen in den Ausbau des Doms, die Renovierung zahlreicher sakraler Bauten, aber vor allem in die Gestaltung seiner neuen Residenz vor den Toren Salzburgs, Hellbrunn. Sein Vorbild sind die italienischen Suburbane, die luxuriösen Landvillen vor den Toren Roms. Der Markus Sittikus, der Fürsterzbischof, hat lange Zeit in Italien gelebt und ist dort groß geworden, also erwachsen geworden, und hat diese Idee der Wasserspiele und des Gartens mit nach nördlich der Alpen gebracht. Seit dem 15. Jahrhundert werden Schlossgärten reich mit antiken Figuren ausgestattet. Hellbrunn folgt diesem Prinzip. Der Fürsterzbischof möchte seine Gäste beeindrucken. Sein Wappentier begleitet auf allen Wegen. Erstens war er ja nicht nur Erzbischof, sondern auch der Fürst, der Landesfürst. Und mit der Funktion des Landesfürsten ist natürlich auch das einhergegangen, das man repräsentiert. Und etwas zu haben, was nicht jeder hat, weit und breit, ist natürlich schon von großer Bedeutung. In Hellbrunn will der Erzbischof Markus Sittikus zeigen, wie die Natur mit Hilfe modernster Technik, sogenannten Automaten, bezwungen werden kann. Die Wasserspiele mit ihren zahlreichen Überraschungen sollen die Gäste zugleich erschrecken und amüsieren. Sie sind Ausdruck der Modernität und der Gelehrsamkeit ihres Erbauers. Bei den Wasserspielen ist man ja mitten im Geschehen. Es ist ja nicht der Bühne und da ist der Zuschauer, sondern ich werde mitten in den bei den Wasserfontänen bin ich mittendrin. Jetzt ist es einerseits, also lache ich darüber, dass sie nass geworden sind, und andererseits lache ich vielleicht auch über mich selbst, weil ich nass geworden bin. Also es ist dieses Lachen, das begleitet einfach den Besuch durch die Wasserspiele. Und das ist, finde ich, immer das Schönste. Historische Skizzen vermitteln, wie authentisch die Brunnen sind. Dass sie heute noch existieren, ist eine glückliche Fügung. Ab dem 18. Jahrhundert gelten Wasserkünste als veraltet und werden entfernt. So sind die Hellbrunner Wasserspiele heute weltweit einzigartig. Es war schon der Auftrag, dass es für seine Nachwelt erhalten bleibt. Ich glaube, man hat sich vor 400 Jahren nicht vorstellen können, wie bunt und vielfältig die Welt ist und wie groß einfach auch der Besucheransturm sein kann. Ob es ihm gefallen hat? Ich denke schon, wenn er sieht, nach 400 Jahren, es ist immer noch alles so, wie er es gebaut hat. Hellbrunn ist durch die Jahrhunderte ein Sonderfall. Es ist feudaler Raum und öffentlicher Ort zugleich. Die Gäste heute nutzen ihn ähnlich wie sein Erbauer. Man sucht die Erholung von der Stadt und Ablenkung vom Alltag. Der Fürsterzbischof leidet an Melancholie und sucht Abwechslung und Weltenflucht. Beides findet man immer noch im weitläufigen Parkgelände, von dem bis auf einen kleinen Teil alles erhalten geblieben ist. Hellbrunn ist ohne den Park nicht vorstellbar. Das Ganze ist von einer Mauer umfasst, die ungefähr 4,2 Kilometer lang ist. Und da ist ein Gelände von 63 Hektar. Und der Park, das Schloss würde ohne Park gar nicht funktionieren. Man braucht beides. Man braucht die Natur, die Architektur und die Kunst. Man braucht aber auch die Überraschung. Und die ist in Hellbrunn allgegenwärtig. Das Steintheater ist dafür ein gutes Beispiel. Versteckt im Wald ist es seit seiner Erbauung ein beliebter Treffpunkt zahlreicher Gäste. Das hat sich bis heute nicht geändert. Die Aufführungen finden jetzt in luftigen Höhen statt. Dann, wenn die Lemuren aus dem benachbarten Zoo einen ihrer beliebten Auftritte geben. Im Herzen von Salzburg liegt der kleinere und ältere Bruder von Hellbrunn, der Mirabellgarten. Auch er wird von einem Fürsterzbischof gegründet, der die Stadt nachhaltig prägt.
Wolf Dietrich von Reitenau. Grundsätzlich war ja Wolf Dietrich eben ein Verfechter des neuen Renaissance-Stils und wollte im Sinne einer italienischen Stadt neu gestalten. In diesem Gedankenkreis entstanden wunderschöne Gärten, traumhafte Gärten. Ein besonderes Beispiel dafür ist der noch immer erhaltene Garten des Schlosses Mirabell. Gedacht sind Gartenanlage und Schloss als privater Rückzugsort des Fürsterzbischofs. Damals hieß das Schloss Mirabell noch Schloss Altenau. Ein direkter Verweis auf die inoffizielle Ehefrau und Mutter seiner 15 Kinder, Salome von Alt. Die Grundzüge des einstigen Renaissancegartens sind durch seine Ausrichtung immer noch klar zu erkennen. Das Anliegen des Erzbischofs war es, eine Stadt neu zu gestalten, die viele Bezugspunkte und Beziehungen ersichtlich werden ließ. Und der Mittelpunkt der Stadt war natürlich der Dom und da zuerst die Domtürme. Und so hat Wolf Dietrich als erster eine zentrale Gartenachse dieses Schlosses Altenau und natürlich auch das Schloss Altenau selber auf den Dom, auf die Türme des Doms als sichtbarer Ausdruck der Spiritualität des Fürsterzbistums hin ausgerichtet. Der Garten ist heute begrenzt durch seine urbanen Nachbarn. Dennoch hat er den Charme der vergangenen Jahrhunderte in seinen Ecken bewahrt. Das Labyrinth des Gartens gehört zu den ältesten Teilen Mirabells. Sämtliche Wege führen zum Bühnenraum des historischen Heckentheaters. Wo heute Verstecken gespielt wird, ermöglichten die dichten Hecken den Schauspielerinnen und Schauspielern überraschende Auftritte. Das Freilufttheater im Mirabellgarten ist eines der ältesten Naturtheater nördlich der Alpen und lebendiges Zeugnis für den im Barock allgegenwärtigen Wettstreit zwischen Kunst und Natur. Der Name Mirabell kommt von Mirabella, einem italienischen Vornamen, der sich aus Mirabile, bewundernswert, und Bella, schön, zusammensetzt. Wo einst Orangenbäume Pracht und Reichtum bewiesen, liegt heute der Rosengarten. Sein Aussehen und sein Geruch sind als Zitat für den Pomeranzengarten aus der Barockzeit zu verstehen. Wiederbelebt wurde er um 1955, nachdem er in den Nachkriegsjahren ein Gemüsebeet war. Der Garten war natürlich auch ein Rätselspiel. Das heißt, es war auch für einen Humanisten gar nicht so einfach, ausfindig zu machen, was jetzt hier eigentlich das Symbol ist und wie vieldeutig eine Figur gesehen werden kann. Und dieses Rätselspiel führt er gerade jetzt bei den 28 Zwergen noch stärker aus und kann noch viel stärker hier den Gast zum Nachdenken, zum Rätseln animieren. Der Zwergerlgarten blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Ausgehend von den italienischen Karikaturen des 17. Jahrhunderts sind sie mal mehr, mal weniger geliebt von den jeweiligen Parkgestaltern. In der heutigen Form und Vielfalt ist er einzigartig in Europa. Der Mirabellgarten hat aber auch seine wilde Seite. Dem Trend der Romantik folgend, wird ein Teilbereich des barocken Gartens in einen Landschaftsgarten umgewandelt, den sogenannten Kurgarten. Das ursprünglich private Refugium des Erzbischofs ist heute ein innerstädtisches Paradies. In Tirol sind die Berge allgegenwärtig. Aufwendig gestaltete Gärten sind hier schwer über die Jahrhunderte zu erhalten.
Tirol ist wahrlich kein Synonym für historische Gärten. Es ist eine wild zerklüftete Gebirgslandschaft. Niemand denkt daran, dass ja in Tirol selbstverständlich auch Landesfürsten, Adel und Klerus vorhanden waren und historische Gärten angelegt haben. Vielleicht könnte man sagen, es sind versteckte Juwele. Schloss Ambras. Das Renaissancegebäude blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Mit dem 16. Jahrhundert rückt der Garten ins Zentrum der Aufmerksamkeit des Adels. Kunstvolle Gartengestaltung wird zu einem Trend, dem viele Fürsten folgen. Eine Persönlichkeit prägt Tirol besonders. Ferdinand II. War der Gartenmäzen in Tirol und er hat in Schloss Ambras seine Residenz bezogen, nicht zuletzt wegen seiner unstandesgemäßen Gemahlin Philippine Welser. Und er hat dort großartige Gärten anlegen lassen, die in allen Reisebeschreibungen des 16. Jahrhunderts bereits vorkommen. Renaissancegärten bestechen durch ihr auf Stil getrimmtes Erscheinungsbild. Dennoch sollten sie immer primär Nutzgärten bleiben. Der Garten deckt den täglichen Bedarf, wenngleich immer mehr exotische Pflanzen in die Gärten und damit in die Küchen einziehen. In Ambras gab es verschiedene Bereiche. Es gab einen Wildpark, es gab einen Hasengarten, es gab eine Fasanerie, es gab jede Menge Teiche, wo man Fische gezüchtet hat, die man dann natürlich auf der höfischen Tafel verzehrte. Und es gab auch Obst. Man hat Obstbäume aus Bozen bestellt, Marillen und Pfirsiche zum Beispiel. Man hat aber auch natürlich, wie es für einen Renaissancegarten sich gehört, Orangen- und Zitronenbäumchen gehabt. Das durfte ja in keinem im Garten fehlen, weil die Orangen hat man verglichen mit den Äpfeln der Hesperiden. Und deswegen jeder Renaissancefürst war ein kleiner Mini-Herkules und hat also sich das natürlich zugute gehalten und so auch Ferdinand, der sich ja auch als Herkules darstellen ließ, auf Tirolerisch. Denn er hat zwar Taten vollbracht, aber die waren halt nicht ganz so spektakulär. Er hat nur einen durchgehenden Pferd in die Zügel gegriffen, zum Beispiel. Herzstück des heutigen Gartens ist der sogenannte Keuchengarten. Keuche bezieht sich dabei nicht auf das Wort Küche, sondern auf das mittelhochdeutsche Wort für Gefängnis, welches in unmittelbarer Nähe lag. Schloss Ambras und der Garten, der Schlosspark Ambras, sind eine Einheit. Sie ergänzen einander, sowohl das Gebäude, also Schloss Ambras Innsbruck, besteht ja aus dem ältesten oder ersten Museum der Welt, das von Erzherzog Ferdinand II., dem Habsburger Sammler, begründet worden ist und auch heute noch in situ erhalten geblieben ist. Und beide ergänzen einander auf die nur am besten vorstellbare Weise. Das heutige Erscheinungsbild geht auf einen Schlossherrn zurück, der ganz im Trend des 19. Jahrhunderts Ambras prägt. Erzherzog Karl Ludwig war Statthalter von Tirol, ein Bruder Kaiser Franz Josefs, und er hat Ambras zu seinem Wohnsitz auserkoren. Er hat also schlichtweg das ganze Schloss umgekrempelt und Karl Ludwig hat den Landschaftsgarten anlegen lassen, was sehr wichtig war. Also er hat da wirklich sehr viel geleistet und er hat sich im sogenannten Keuchengarten eben ein Schwimmbad bauen lassen. Für 1856 sensationell. Der arme Karl Ludwig hatte nichts von all diesen Umbauarbeiten, denn als alles gerade fertig war, ist er abberufen worden. Und so konnte er das nicht nutzen und nicht genießen, aber ihm kommt der Ruhm zu, dass er Schloss Ambras ins 20. Jahrhundert gerettet hat. Historische Gärten zu retten, ist eine Aufgabe für Generationen. Der seit 1788 in Besitz der Familie Feistenberger befindliche Stiftsgarten hat heute nur mehr ein Drittel seiner einstigen Größe. Der Garten und seine Gebäude gehen zurück auf Magdalena von Österreich, Tochter von Kaiser Ferdinand I. Gemeinsam mit ihren Schwestern Margareta und Helena gründet sie das Königliche Haller Damenstift und prägt damit die Stadt Hall nachhaltig. Schon damals gibt es einen Lust- und Nutzgarten, der durch die Errichtung des Sommerhauses mit Gartensaal noch an Bedeutung gewinnt. Die kunstvollen Malereien von Caspar Waldmann zeigen Szenen aus dem realen Leben der Stifterin, die ihre Bedeutung als soziale Wohltäterin unterstreichen.
Ebenso gibt es zahlreiche Darstellungen gestalteter Natur, die den Aufenthalt in den Sommermonaten zusätzlich bereichern sollen. Fünf Jahre nach Säkularisierung des Damenstifts durch Kaiser Josef II. Im 18. Jahrhundert wird der gesamte Besitz versteigert. Durch Heirat geht der Garten in das Eigentum der Familie Feistenberger über. Das Familienalbum erzählt nicht nur von einer engen Bindung, sondern auch, dass ein Garten immer die Weitergabe von Hoffnungen und Wünschen birgt. Jede Generation versucht auf ihre Art, diesem Vermächtnis gerecht zu werden. Das Wissen um Garten und Gartenkunst ist durchaus in der Familie schon weitergegeben worden. Mein Vater war da sehr interessiert, hat eine eigene Bibliothek quasi auch dazu gehabt. So gesehen bin ich da schon reingeboren worden, wenn man so will, und habe mich auch mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Und eben das Thema Gartenkunst war durchaus schon etwas seit dem Alter von ca. 20 Jahren, mit dem ich auseinandergesetzt habe. Gartenpflege ist zu einem großen Teil Handarbeit. Wie im Barock, so auch heute. Die kunstvoll angelegten Hecken pflegt der Besitzer mit großem Einsatz, um die barocke Gestaltung zu bewahren. Doch so schnell kann die gärtnerische Hand nie sein, wie sich die Natur ihren Platz greift. Flora und Fauna profitieren davon. Ein Garten ist auf jeden Fall etwas für Generationen, weil ja die jeweils nächste Generation dann das Erbe übernimmt, was die Väter quasi schon angepflanzt haben. So gesehen ist es zwangsläufig so, dass die nächste Generation eben für das Erbe der Vorgeneration zuständig ist. In Tirol gibt es gestaltete Natur in allen Facetten. Der Hofgarten Innsbruck durchläuft jede historische Phase der Gartengestaltung. Er ist ein starker Gegenentwurf zur wuchtigen Natur, in die er eingebettet ist. Die Pläne des 16. Jahrhunderts zeigen die frühere Größe und die Strenge der Formensprache. Doch es hat sich nur wenig von dieser Pracht erhalten. Die Landesfürsten des 17. Jahrhunderts waren im Frühbarock anzusiedeln, hatten andere Ziele. Die hatten die Oper als neues Medium und das gesamte Budget für die Oper ausgegeben. Und der Hofgarten wurde zu Grasboden eingeebnet. Die ganzen Infrastrukturen sind zwar erhalten geblieben, Gartenhäuser, Brunnen und dergleichen mehr, aber die Grasflächen, die Rabatte, die Beete sind also wirklich verschwunden, weil sie gar arbeitsaufwendig waren und kostenintensiv. Fast wäre das der Niedergang des Gartens gewesen, wenn es nicht die eifrige Hochzeitspolitik der Habsburger gegeben hätte. 1765 heiratet der Sohn Maria Theresias, Leopold II., Maria Ludovica von Spanien in einer großen Zeremonie. Als Ort des Ereignisses wählt man Innsbruck, den Hofgarten, der für diese Zwecke barock ausgestattet wird. Innsbruck rückt in den Blick der Habsburger und damit auch der Garten, der quasi wiederentdeckt und entsprechend dem Zeitgeist adaptiert wird. Ein ganz wesentliches Element im Innsbrucker Hofgarten ist die Umgestaltung in einen idyllischen Garten. Und zwar war das Erzherzogin Elisabeth, eine Tochter Maria Theresias, ursprünglich die hübscheste Tochter, die das große Pech hatte und die Tragik ihres Lebens, dass sie Pocken hatte und pockennarbig war und selbst für diese Mutter nicht mehr vermittelbar war. Sie hat nun, wie auch ihre Schwester Marie Antoinette zum Beispiel in Versailles, hat sie sich nun also eine landwirtschaftliche Oase geschaffen, wo sie selbst erstmal frische Milch trinken konnte und wo sie sich gerne aufgehalten hat. Die gestaltete Landidylle weicht bald einer neuen Mode. 1810 entwirft der Architekt Friedrich Ludwig von Sckell die ersten Pläne für einen neuen Innsbrucker Hofgarten. Der endgültige Plan wird allerdings erst 50 Jahre später umgesetzt.
Einstig private Gärten sind heute grüne Paradiese für alle. Orte zum Verweilen im hektischen Alltag.